Deborah Wells ist in ihrem Viertel von Los Angeles Vorreiterin für erneuerbare Energien. Ich bin hier rumgefahren und habe auf keinem Haus Solarpaneele gesehen. Ich gebe also ein bisschen das Tempo vor. Die Solaranlage ist $24.000 wert, aber Wells kostet sie nichts. Sie ist verwitwet und im Ruhestand, deshalb zahlt der Staat Kalifornien dafür in einem groß aufgelegten Programm. Wells ist nicht reich, sie kann jetzt ordentlich sparen. Bislang habe ich $150 im Monat für Strom gezahlt. Jetzt nur noch 15 bis 20, das ist eine enorme Ersparnis. Doch nicht nur Wells profitiert von den staatlichen Programmen, auch auf ihrem Dach arbeiten Auszubildende, die auf einen Job in der boomenden Solarbranche setzen. 100.000 Kalifornier haben hier schon einen Arbeitsplatz gefunden. Die Organisation Grid Alternatives setzt sich für den Ausbau der Solarenergie ein. In Kalifornien müssen wir jetzt alles dafür tun, um erneuerbare Energien zu einer Bewegung für alle zu machen. Von gering verdienenden Hausbesitzern bis zu den Auszubildenden. Hoffentlich schaffen wir es, den Blick des Landes auf grüne Energien zu verändern. US-Präsident Donald Trump geht da bekanntlich nicht mit. Doch ungeachtet des Rückzugs der Vereinigten Staaten aus dem Klimaschutzabkommen von Paris hat sich Kalifornien das Ziel gesetzt, seinen Strom bis zum Jahr 2030 zur Hälfte nachhaltig zu produzieren.